schon, humanistische Kritik am Transhumanismus ist nicht gleichbedeutend mit Technikfeindlichkeit. Es ist also auch tatsächlich gelungen, die Verbindung zu Herrn Rudolf herzustellen. Herzlich willkommen, Herr Rudolf. Dankeschön. Begrüße Sie. Vielen Dank vor allen Dingen, dass Sie das auf sich nehmen. Sie sind ja sicherlich noch in der Rekonvaleszenz und waren trotzdem bereit, heute Nachmittag sich hinzusetzen und uns hier zu konferieren. Vielen Dank schon mal im Voraus dafür. Haben Sie Ihnen das kurze Vorstellung von Herrn Rudolf. Herr Rudolf hat lange Zeit in der Schweiz gelehrt, ist Philosoph, Theologe, Kulturhistoriker. Auf seine Initiative wurde das Kulturwissenschaftliche Institut an der Universität Luzern, dort an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, gegründet. Bis 2011 hat er es geleitet und dort gelehrt. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Kulturphilosophie, die Kassiererforschung, Wirkungsgeschichte der Antike, Philosophie der Renaissance und die Philosophie des 20. Jahrhunderts. Verstehen Sie mich eigentlich gut? Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Okay. Auch hier gibt es eine lange Publikationsliste. Ich greife nur heraus, 2002 Humanismus in Geschichte und Gegenwart, zusammen mit dem ja hier auch heute anwesenden Richard Faber. 2003 Ernst Kassierer im Kontext. 2011 Brauchen die Europäer eine Identität, herausgegeben zusammen mit Furio Sciotti. Und bei Kohlhammer wird bald erscheinen aktuell sein Buch Philosophie im 20. Jahrhundert, in dem er Nietzsches Impulse für die Philosophie des 20. Jahrhunderts untersucht. Nicht nur Autoren wie Heidegger oder Foucault, auch Frankfurter Schule, Hermeneutik, Autoren wie Habermas, Rawls und Taylor. Er hat mir verraten, dass er auch heute, oder so war es jedenfalls, hatten Sie mir gesagt, dass Sie auch heute für uns hier von Nietzsche ausgehen werden. Bin gespannt, ob Sie das jetzt in der Kurzform auch machen werden. Vielleicht noch eine Anmerkung kurz. Frieder Otto Wolf, Präsident der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg, hatte schon vor zwei Tagen dankenswerterweise gesagt, okay, wenn Herr Rudolf nicht kann, aufgrund von Erkrankung, springe ich ein und mache das. Wir haben jetzt vereinbart, dass wir es so machen, Herr Rudolf wird ungefähr 15 Minuten sprechen, danach wird Frieder Otto Wolf auch ungefähr 15 Minuten darauf antworten und dann gibt es noch einmal die Möglichkeit für Rudolf nochmal auf Frieder Otto Wolf zu antworten und dann würden wir es öffnen für das Publikum, dass wir auf jeden Fall Zeit genug haben für Diskussionen. Ja, gut. Ja? Einverstanden? Sehr gut. Ja. Ich bin auch kein Skype, Skype-Profi, aber irgendwie funktioniert es, nicht? Herr Rudolf, ja, was haben wir gemacht? Das kann ich jetzt nicht auf die Schnelle zusammenfassen. Ich kann nur so ein paar Punkte hervorheben. Also Stefan Lorenz Sorgner hat heute Morgen, so würde ich es sagen, ein Plädoyer für einen schwachen Transhumanismus gehalten. Zwei Punkte meines Erachtens hervorhebenswert. Zum einen die Betonung eigentlich der individuellen Entscheidungsfreiheit bei diesen Fragen. Und zum anderen aber auch zentral der Gedanke, dass mit der technischen Verbesserung des Menschen auch eine moralische Verbesserung des Menschen einhergehen könnte, sollte. Da sind wir auch schon an Ihrem Einsatzpunkt. Dieser Einsatzpunkt wurde dann nochmal gestärkt in dem Vortrag von Joachim Fischer. Er hat uns, so würde ich sagen, eine bescheidene, also er hat mit sozusagen auf der Basis von Tomasello und der exzentrischen der exzentrischen Positionalität von Plessner versucht ein bescheidenes Bild vom Menschen mit seiner Sonderstellung zu zeigen, ausgehend von der Zeigegeste und der gemeinsamen geteilten Intentionalität. Und da kamen wir am Ende auf die Frage, kam eine Frage aus dem Publikum, Sie beurteilen das jetzt aber nicht ethisch normativ. Und in der Tat hat er nicht gemacht, er hat sozusagen immer versucht, eine möglichst nicht unterkomplexe Art und Weise zu schildern, wie wir den Menschen sehen und denken können. Und somit steht eigentlich diese Frage, gibt es eine Möglichkeit, auch zwischen wünschenswerten und weniger wünschenswerten Technologien zu unterscheiden, in humanistischer Perspektive, was ja eine ethisch-normative Dimension hat. Diese Frage steht jetzt eigentlich noch aus. An dem Punkt waren wir.
Ja, Herr Rudolf, ja. Wenn das reicht, dann würde ich Ihnen jetzt das Wort geben und Sie dürfen loslegen. Dankeschön. Ich hätte mir denken können, dass Sie bei dieser Thematik ethische Dimensionen der Kritik am Transhumanismus danken würden, weil Diskussionen über ein solches Thema immer bei diesen Fragen landen. Und ich danke meinem Vorfeld, dass ich hier glaube, vielleicht einiges zu der Diskussion beitragen zu können, einige Gesichtspunkte, dass ich aber Ihnen kein Konzept und kein Rezept anbieten werde, etwa ethischer Natur, auf dessen Basis Sie zu etwas wie einer gesicherten humanistischen Kritik am Transhumanismus kämen, wenn Sie das überhaupt wollen. Ich darf vorweg sagen, dass ich den heutigen Vormittag, an dem es mir besser geht, dazu benutzt habe, um meinen Vortrag, den ich Ihnen gehalten hätte, wenn ich gekommen wäre, zu verwerfen. Er ist zwar noch da, geschrieben, und ich will ihn mir, wenn ich gesund bin, auch wieder angucken und prüfen, ob er noch vorzeigbar ist. Aber ich habe ihn sozusagen im Hinterkopf wirken lassen und habe mir ein neues Blatt Papier gemacht, auf dem das Wichtigste draufsteht, das ich Ihnen jetzt heute sagen möchte. Denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich in dieser technischen Übertragungsform mich hinsetze und am Schreibtisch einen vorab geschriebenen Text vorzulesen. Da hätte ich das Gefühl gehabt, die Barriere, die ja immer noch groß genug ist zwischen Ihnen und mir, würde dann noch größer werden. Also ich versuche auf extemporierende Art und Weise mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und dabei das Wichtigste zu sagen, sich mehr überlegt, ob er im Vorhinein. Und damit bin ich bei der Wiederholung des Vortrags. Ich habe eigentlich drei Teile. Eine kleine Einleitung vorweg oder einleitende Bemerkungen. Von diesen drei Teilen werde ich Ihnen zwei so vortragen, wie ich mir das vorgenommen habe, und den dritten nur noch andeuten. Dieses letzte ist verbunden mit einer kleinen Enttäuschung. Ich werde nur in diesem dritten andeutenden Teil eine kleine Perspektive auf Nietzsche werfen, von dem ich vielleicht tatsächlich den Anlauf genommen hätte, wenn ich bei Ihnen gewesen wäre, aber das habe ich jetzt umgedreht und die Gründe werde ich Ihnen vielleicht sogar noch vermitteln können. Jetzt aber zunächst einmal meine Vorbemerkung, und die Vorbemerkung meiner Vorbemerkung ist, ich bin den ganzen, sagen wir mal, Begriffs- und Wortvolumen der Vokabel Transhumanismus gegenüber sehr skeptisch eingestellt. Und die Gründe sind die folgenden. Jetzt folgen sechs, sieben Gründe. Das erste ist, ich finde, dass die Vokabel Transhumanismus, auch gerade auf der Basis von zahlreichen Lektüren, die ich mir jetzt zugemutet hatte an der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass diese Vokabel das Niveau eines Modewortes noch nicht überwunden hat. Und zwar vergleiche ich, wenn ich das Wort Modewort zur Charakteristik dieser Vokabel verwende, dass Worte oder die noch nicht begrifflich sauber definierbare Wortbildung Transhumanismus ein bisschen mit der Wortbildung Postmoderne. Was haben die beiden gemeinsam? Sie haben gemeinsam, dass sie mit hohem Anspruch einer gewissen normativen Perspektive auf das daherkommen, was sie in Begriffen selber mitschleppen. Also die Postmoderne kritisiert die Moderne und normiert sie in gewissem Sinne und positioniert sie als eine Art von Alternative oder Radikalisierung, darüber kann man streiten. Und solche Ansprüche und solche Dispositionen sehe ich beim Wort Transhumanismus auch. Da bleiben Fragen offen, wie dann das Verhältnis des Transhumanismus zum Humanismus genau zu bestimmen wäre. Aber darauf gehe ich in meinem zweiten Teil, im ersten und zweiten Teil meines eigentlichen Beitrags ganz ausführlich ein. Also, den Status oder das Niveau eines Modewortes hat diese Vokabel noch nicht verloren und noch nicht überwunden. Es kommt sogar hinzu, dass man ideologisierende Tendenzen erkennen kann, die mit dieser Vokabel verbunden sind.
mit ideologisieren meine ich, dass gebraucht wird darum, dass man aus der Vokabel eine Art von Weltanschauung machen kann. Die Weltanschauung hat die Botschaft, dass der Transhumanismus eine logische Konsequenz eines ohnehin zum Menschen gehörenden Fortschritts sei. Und diese Art von Ideologisierung besorgt mich auch ein bisschen. Sie erinnert mich an eine andere Form von Ideologisierung des humanistischen Kapitals, welche stattgefunden hat unter dem Titel Dritter Humanismus, das wissen Sie alles genau. Ich erinnere mich an Propagandatext oder propagandistisch verfasste Texte von Autoren, die zum Recht zum Dritten Humanismus gezählt werden, weil sie sich selber auch noch dazu gezählt haben, wie zum Beispiel Eduard Spranger, der den sehr daran gelegen war, über Jahrzehnte hinweg seines Schattens, seinen Lesern und Hörern plausibel zu machen, dass humanistisch zu sein auch bedeutet, an die Stärke eines erzieherischen Staates zu glauben. Und das Humanist für ihn war dann daran, diese These auf Platons Polis-Theorie zurückzuführen und dann Formulierung zu wagen, wie es gehe um die Staatlichkeit der Seele, so wie es um die Beseelung des Staates gehen müsse. Das sind Versuche, sich auf den Traditionsbestand dessen, was wir normalerweise unter Humanismus verstehen, zu berufen, um eine ganz neue und ich sage eben ideologische Tendenzen zu legitimieren und sich dabei zum historischen Phänomen dessen, was wir gerade historisch unter dem lokalen Humanismus zusammenfassen, sehr eklektizistisch zu behalten. Und dieser Eklektizismus ist schon der nächste Punkt zur Ideologie und Weltanschauungsverdächtigung und der normativen Prägung. Ich sehe, wenn ich die Literatur mir anschaue, gewisse Begriffe aus der Tradition der humanistischen Diskurse privilegiert, wie Perfektionierung unserer Rationalität, Perfektionierung unseres Wissens, Perfektionierung des wissenschaftlichen Fortschritts, Verteidigung des Menschenrechts auf Neugier und auch sehr stark die Tendenz unterstrichen, dass zwischen Wissen und Wissensanwendung eigentlich keine ethischen Barrieren zu erkennen wären. Und dazu gehört eine gewisse empathische Berufung. Bei Kurzweil finde ich das, bei Vogel finde ich das auf die Freiheit der Wissenschaft, die einschließt die Freiheit über sich selber, auch gerade die Freiheit zum Umgang mit seinem eigenen Körper. Das alles wird jetzt selber gar nicht bewertet haben, indem ich das so hervorgehoben habe, sondern ich will nur kritisch vermerkt haben, es handelt sich dabei zum Teil um Radikalisierung von auch in den klassischen humanistischen Diskursen vorkommenden Begriffen oder Idealen, bei denen die Ordnung der Zusammenstellung, die Ordnung der Auswahl nicht besonders deutlich zu erkennen ist. Das meine ich mit eklektizistisch. Und wenn ich diesen Punkt hinzunehme, dann würden Sie verstehen, zu dem, was ich eingangs gesagt habe, warum ich eine gewisse Skepsis walten lasse. Es kommt noch hinzu, dass das einige transhumanistische Autoren, damit meine ich Autoren, die die Vokabel verteidigen, die Vokabel konstruktiv verwenden, die mit ihr eine bestimmte Welt sich verbinden wollen, dass sie auch mit einer gewissen epochalen Selbstbewusstsein sprechen oder eben schreiben. Und das epochale Selbstbewusstsein bezieht sich auf eine Phase, die reicht sozusagen von den ersten Überlegungen zur Eugenik bis zur Vision des Uploading. Also diese epochale Vision ist inhaltlich definiert. Und das ist typisch für viele Ideologien, die wir in der Geschichte der Ideologien kennen, dass man eigene Epochenprägungen, eigene Epochencharakteristiken vornimmt. Was mir nach wie vor intensiver, aber vielleicht zu kurz und in Führer unklar ist, ist, was das Wort Trans, also das Präfix Trans,
Vortragshumanismus eigentlich genau besagen soll. Ich finde Autoren, die den Eindruck erwecken, dass das Kritik bedeuten soll, wir müssen durch den Humanismus durch, um zu dem zu kommen, was die technischen Möglichkeiten uns jetzt für die Zukunft eröffnen, von der Eugenik bis zum Uploading, dann wäre Trans so etwas wie ein Transit. Und wir müssen einmal Humanisten gewesen sein, um ans Ziel zu gelangen. Die andere Möglichkeit ist, dass Trans bedeutet, den Humanismus zu übersteigen, hinter sich zu lassen, also dass man sich gar nicht mehr unbedingt dem humanistischen Erbe trotz Verwendung seines Vokabulars verpflichtet fühlt. Und die nächste Möglichkeit ist noch, dass Trans bedeutet Verbietung. Alles, was der Humanismus den Menschen geboten hat, möchte schön und gut sein, aber wir Transhumanisten sind noch besser. Wir meinen es genauso mit den Menschen wie die Humanisten auch, aber wir überbieten ihn. Also Transit, Übersteigung oder Überbietung, das ist mir nicht klar. Und vielleicht kommen wir darüber nachher auch ins Gespräch und jemand Ihnen halt vorschlägt. Wie wichtig einigen Autoren das Thema ist und wie sehr sich damit gewissermaßen die Frage nach der Zukunft des Umgangs des Menschen mit sich selber, seiner Welt verbindet, kann man an einer gewissen Polemik sehen, die gelegentlich aufkeimt zwischen Autoren, die sich als Experten auf diesem Thema empfehlen. Also mich hat besonders interessiert die Polemik von Nick Bostrom gegen Jürgen Habermas, und zwar speziell gegen seine Untersuchung über Naturalismus und Religion, die vor einigen Jahren erschien. Die war ja per se auch im Blick auf die Habermasche Werkbiografie und die Habermasche Entwicklung sehr interessant, diese Untersuchung, weil sie deutlich macht, dass Habermas in Sachen Ethik der modernen Wissenschaft ganz dezidiert konservative und geradezu religionsverankerte Positionen einnimmt. Das hat mich selber auch sehr überrascht, hatte ich, als ich dieses Buch las, noch die Bemerkung von Habermas bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in den Ohren, wo er sagte, bekannte, weltweit öffentlich könnte man sagen, dass er religiös unmusikalisch sei. In diesem Buch bedient er sich gerade aus religiöser Traditionen, deren Fundamente für die moralische Position, dass wir zum Beispiel auch auf alle Formen der pränatalen Eingriffe verzichten sollten, die sogar so weit gehen, diese Forderung, dass wir darauf verzichten sollten. Und bitte, das war keine Empfehlung von ihm am Kaffeetisch, sondern das war eine moralische Position, dass wir darauf verzichten sollen, wissen zu wollen, welches Recht unser im Mutterleib heranwachsendes Kind hat. Da habe ich mich selber gefragt, ob er mich wohl noch grüßen würde, denn ich konnte vor Neugier wäre ich fast geplatzt, als ich gefragt wurde, und ich habe diese Neugier jedes Mal befriedigt. Ich habe drei Kinder. Die Polemik läuft darauf hinaus, dass Bostrom Habermas sagt, man kann sich den Blick auf die Natur und den Experimentieren mit der Natur nicht so enthalten, wie er empfiehlt. Und das führt auch nicht zu einer besseren Umgangsweise von Mensch und Mensch oder von Mensch und Natur. Da gibt es ein schönes Zitat, das ich noch mal zu mir aufgeschrieben habe. Wenn Mutter Natur echte Eltern wäre, so würde sie, Mutter Natur, im Gefängnis sitzen und wegen Kindesmisshandlung und Mord aber absitzen müssen. Damit will er sagen, in gewisser Hinsicht, wenn wir unsere Maßstäbe, was wir dürfen, an die Natur herantragen, dann müssten wir sie gewissermaßen beurteilen, aber dahinter steckt ein Votum für die Neutralität, moralische Neutralität des Umgangs mit der Natur. Das sind jetzt ein Packen von Bemerkungen gewesen, die Ihnen sagen sollen, wünschen sollen. Ich frage, versteht sich akustisch gut? Ja.
Wunderbar. Bitte intervenieren Sie sofort, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wenn ich etwas verschluckt haben sollte. Ich komme damit zu meinem ersten kleinen Teil des Vortrags, habe ich verschiedene Missverständnisse. Da findet man in der Literatur den Hinweis darauf, dass das Phänomen des Transismus sich philosophiehistorisch erklären lasse als eine Art von Fortführung der Tradition des Hedonismus und oder der Tradition des Utilitarismus. Wenn man das liest als philosophisch deformierter Kopf, was ich vielleicht bin, dann versteht man das sofort, weil man dann doch nahegelegt bekommt von dem Autor zu denken, naja, das Lustprinzip, Stichwort Hedonismus, führt auch in der Wissenschaft dazu, die Gier nach Wissenserweiterung zu befriedigen und dabei eine, wenn Sie so wollen, geistige Lust zu finden. So etwas muss wohl gemeint sein. Und der Utilitarismus hat sowieso den Begriff des Nutzens zum moralischen Wert hin erklärt. Und man kann natürlich den technischen Fortschritt in jeder Richtung weitgehend immer mit der Bedürftigkeit des Menschen und der Nützlichkeit der Errungenschaften begründen. Und dann wären diese beiden Traditionen in der Tat geeignet, eine gewisse Grundlage, argumentative Grundlage zu bieten, um transhumanistische Perspektiven, also die Fortschreibung der Technik bis hin Uploading zu legitimieren. Aber ich habe gestutzt, als ich das mehrfach las, und habe hier meinen ersten Einwand, sagen wir nicht, auch über ein Selbstmissverständnis von transhumanistisch orientierten Autoren vor, nämlich auf der anderen Seite berufen sie sich sehr, sehr gerne darauf, dass die humanistische Tradition den Menschenwert sich auf eine asketische Weise und über die Methode von Selbstdisziplinierung zu perfektionieren. Also es geht nicht nur um die Perfektionierung des Wissens, sondern es geht auch um die Perfektionierung des Wissenden. Die Perfektionierung des Wissens erfordert einen hohen Grad an Selbstdisziplin. Da ist man eigentlich halt besser geeignet, wenn man vom Typ des Diogenes ist, als vom Typ eines Menschen, der vom Schlaraffenland träumt. Diese Spannung wird nie aufgelöst in der Positionierung der unterschiedlichen Literaturen. Die Spannung zwischen Berufung auf Hedonismus und Utilitarismus einerseits und auf die Traditionen der Perfektionierung, der Selbstdisziplin und der Askese auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt Autoren vor mir hätte, die transhumanistischen Entwicklungen verteidigen, würde ich sie fragen, wie sie damit umgehen oder würde verlangen, dass sie sich entscheiden. Eine ähnliche Divergenz oder sozusagen ein unaufgelöster Widerspruch befindet sich auf folgender Ebene. Die Transhumanisten berufen sich gerne auf die Kategorie der Evolution, vertreten sehr oft einen Standpunkt eines sozusagen autarken Evolutionismus, der bedeutet, dass man außerhalb der totale, der wirklich totale Evolution gar nichts denkt an. Wenn wir über Evolution reden, beteiligen wir uns zugleich sprechend an Evolution und können uns nicht hier gegenüberstellen. Das bedeutet, die Evolution ist gewissermaßen das große Ganze, die uninvertierbare Totale, deren Verlauf die Determinanten enthält, was wir als Produkte und scheinbare Akteure im evolutionären Prozess machen. Und das führt sehr leicht zur Verhaltung, die ich als Fatalismus bezeichnen würde. Diesen Standpunkt kann man aber nur einnehmen, den Evolutionismus als eine monistische Größe behandelt, wenn man überhaupt davon ausgeht, dass das Modell, das methodologische Modell des Monismus, die richtige Zugangsweise zur Frage ist, wie steht der Mensch zur Natur. Wenn der Monismus hier die Methode der Frage anleitet, dann bedeutet es, dass er sich nicht mit dieser Frage der Natur gegenüberstellen kann, so wie das philosophische Tradition von Anbeginn bis vielleicht heute immer noch wieder tut oder versucht hat oder dabei erwischt wird. Und dagegen steht immer noch eine gewisse Selbstverteidigung dualistischer Positionen,
Dualismus, da assoziieren Sie immer richtig, wenn Sie an die Tat denken. Das heißt, wir sind Wesen, die in der Lage sind, sich selber sprachlich zu thematisieren, reflexiv sich gegenüberzustellen und politisch praktisch die Welt, über die Sie nachdenken, zum Objekt zu formen. Ich erinnere daran, dass Picard nicht sehr viel mehr gemacht hat, als zu sagen, dass wir das können. Dass er also mit dieser Art von Dualität zwischen Subjekt und Objekt eine methodische Anweisung geben wollte, aber nicht eine Art von ideologische Spaltung der Welt in Subjekt und Objekt vertreten hat, was man ihm dann später gerne, damit man einen Sündenbock hatte, in die Schuhe geschoben hat. Divergenz, diese Spannung zwischen der monistischen Tendenz und der immer noch geltenden und dem immer noch vorhandenen Geltungsanspruch des Dualismus sehe ich in der gegenwärtigen Debatte als nicht aufgelöst an. Und solange diese Fragen nicht geklärt sind, ist es ganz besonders, jetzt zu einem Hauptpunkt des ersten Teils, eine Einstellung dazu abzugeben, inwieweit man das, was sich Transhumanismus bezeichnet, noch mit der Vokabel Zumanismus überhaupt in eine Beziehung setzen kann. Jetzt gebe ich vorweg ein kleines Bekenntnis. Ich operiere gerne mit einer Definition von Humanismus, die in sich zwar komplex ist, aber die den Anspruch erhebt, möglichst historisch belegt zu sein, sich möglichst jeder ideologisierenden Tendenzen zu enthalten und insofern eine Art von komplexen Minimalismus darstellt. Für mich ist Humanismus ein historisches Phänomen, das man wohl als aufgekommen in einer bestimmten Epoche belegen kann. Ich habe dafür eine kleine Formel geprägt. Die Formel lautet U plus SH plus GH minus JB. Sie brauchen sich das nicht aufzuschreiben, ich würde das aufschreiben, wenn ich jetzt bei Ihnen wäre, aber nur aus Spaß. U steht für Humanista, das ist die Bezeichnung für den Typ des Humanisten in Quattrocento, im Aufkommen der antiken Rezeption der sogenannten humanistischen Lehre. Das SH steht für Studia Humanitatis, das DH steht für dich als Hominis. Und diese drei Komponenten sind historisch gut belegt Phänomene, die jeweils auf ihre Weise gemeinsam haben, Menschen in den Mittelpunkt ihres Interesses zu stellen. Das war beim gelehrten hohen Ziel des Humanisten der Fall. Das war bei den Studien Humanitatis der Fall, eine Konzentration auf den Menschen zu einer Ergänzungsmacht gegenüber der Tradition der Lehrformate. Und die Idee, die kommt, ist, das sagt es der Name schon selber, gibt es einer ganzen Literatur um Libes und Co. und andere Magnetikum zu zeigen, dass der Mensch als eine Art von Selbstzweck zu denken sei, dass dieses eine Botschaft, die da biblisch begründbar ist, und dass diese Selbstzweckfreiheit auch gerade sein eigenes Leben mit einschließt. Diese drei Komponenten, weil sie literarisch und literaturhistorisch und begriffshistorisch innerhalb einer Epoche so gut belegbar sind, führen einen auf einen sicheren Boden, wenn man die Vokabel des Humanismus braucht, möchte und man sich darauf konzentriert und auch darauf bestimmt, nur mit diesen drei Elementen zu arbeiten, begibt man sich nicht auf ein wetterscheuliches Glatteis. Man kann lange darüber diskutieren, aber das ist jetzt nur ein großartiger Hinweis, das könnt ihr leider nicht machen. Zusammenhang haben wir uns schon mal angedeutet, ob man noch eine zusätzliche Komponente hinzunehmen müsste zu meinen drei Aspekten des humanistischen Phänomens, also Humanista, Studia Humanitatis und die Dignitas Hominis, nämlich die Politik des Humanismus. Das ist eine Diskussion, die ich damit antippe, die
der Humanismus auch eine Art von politischer Vision verfolgen, die in der Machiavelli-Forschung in der letzten Zeit eine zunehmende Rolle spielt und die mit der Frage zusammenhängt, war der politische Radikalismus und ethische Neutralismus von Machiavelli eine Position, die man als Bruch mit dem Humanismus bezeichnen muss? Augustin de Marwick hat das so vertreten. Oder war das eine Art von Konsequenz, die man aus Machiavellis Sicht aus der humanistischen Position ziehen müsse, nämlich die Umsetzung humanistischer Ideale, gerade auch der Freiheit des Individuums innerhalb der Freiheit eines Kollektivs, in ein politisches, angemessenes politisches Format zu übersetzen? Ich kenne eine ganze Reihe von namhaften Machiavelli-Forschern, die der Meinung sind, Machiavelli war dezidiert ein Humanist. Und wir haben ihn nicht nur zu verdanken, was in allen Geschichtsbüchern steht, dass er die Sphäre des Politischen autonomisiert hat und solche Dinge, die Sie alle kennen, sondern dass er den Humanismus politisch gemacht hat und damit ein Angebot verbreitet hat, die Politik humanistisch werden zu lassen. Das ist in der Machiavelli-Forschung neu in dieser Weise. Das ist sicherlich ein Thema, das dort noch lange diskutiert werden wird. Also, ich lasse die Frage zwar offen, ob der Transhumanismus ein Humanismus ist, aber ich belaste diejenigen, die eine Antwort darauf haben, mit der Hypothek dann, wenn sie sagen, ja, natürlich ist es ein Humanismus, und er knüpft mit Legitimationen, die überzeugt sind, an den Begriff seiner Tradition an. Diejenigen, die das sagen, die belaste ich mit der Aufgabe, zunächst einmal abzugleichen, was im Transhumanismus humanistisch sei, auch das, was wir traditionell begriffsgeschichtlich ist und sehr gut belegt begründen können. Das ist mein erster Teil eines Beitrags gewesen. Und damit komme ich zum zweiten, der ist etwas komplizierter. Ich glaube, ich habe schon mehr als eine Viertelstunde gesprochen, aber wenn ich den Diskussionsleiter richtig verstanden habe, ist das nicht schlimm. Ja, das ist nicht schlimm. Dann darf ich weitermachen? Ja. Ja? Ja. Und dann? Alle nicken. Dankeschön. Also das Erste, was ich jetzt Ihnen vorgetragen habe, stand, wie gesagt, unter der Überschrift Missverständnisse. Ich kann es auch so zusammenfassen. Ich habe den Verdacht, dass es sich bei einer großen Anzahl von Apologien des Transhumanismus um ein Missverständnis im Umgang mit der Vokabel Humanismus handelt, mindestens um ein Missverständnis, wenn nicht sogar um ein Missbrauch. Das nächste ist überschrieben, das nächste kleine Paket meiner Mitteilung ist überschrieben, Fehlschlüsse. Und da gehe ich gleich, medias in res, mit der folgenden Behauptung, die ich so einleite. Wissenschaftsmethodologisch wird die These, dass wir, wenn wir die technischen Möglichkeiten, die durch den Transhumanismus beteiligt werden, realisieren, dass wir uns da gewissermaßen naturkonform verhalten. Wissenschaftsmethodologisch wird diese These der Naturkonformität vertreten mit in Verbindung mit der Position, die ich schon genannt habe, mit der Position des Monismus. Und ich habe bei Kuhwinkel und anderen aber auch die These mir zu Gemüte geführt, dass eine ganz bestimmte Variante des Monismus, das ist der nicht-reduktionistische Physikalismus, ein furchtbares Wort, ich werde es gleich erläutern, geeignet sei, am besten und am überzeugendsten die Position des Monismus zu legitimieren, zu begründen, plausibel zu machen, die man dann wieder braucht, um transhumanistische Tendenzen wissenschaftlich-methodologisch zu verteidigen. Unter einem nicht-reduktionistischen Physikalismus versteht man einen Monismus, der zunächst einmal mit allen Monismen vielleicht gemeinsam hat, dass zum Beispiel sämtliche Vorgänge im menschlichen Gehirn
neurophysiologische Erklärer sind, und zwar restlos. Und wenn das noch heute nicht der Fall sein sollte, dann spätestens morgen. Und dass die Prognosen, die man da gehört, dass es morgen der Fall ist, wohl begründet seien. Also gewissermaßen der physikalistische Standpunkt ist der Standpunkt einer Alleserklärung. Und er will ausschließen, jeden Versuch mit einer Begründung der dualistischen Perspektive außerhalb einer physikalisch identifizierbaren Kompetenz im menschlichen Gehirn noch etwas auszumachen, was die traditionellen, metaphysisch deformierten und etwas altmodischen Philosophen als Bewusstsein, als Ich, als Seele, als Gemüt oder sonst wie bezeichnen. Ich habe den Eindruck, bei genauem Hinsehen, dass diese Position des Monismus, die sich schon selber höflich nicht reduktionistisch nennt, insofern recht hat, als sie tatsächlich nicht konsequent reduziert. Ein konsequenter Reduktionismus dürfte zwischen der verschiedenen Identifizierbarkeit von mentalen Vorgängen als neurophysiologischen Vorgängen dürfte dazu gar keine Alternative mehr zulassen. Also es gibt nur Physis, es gibt nur Synapsen, es gibt nur physiologisch identifizierbare und zwar empirisch verifizierbare oder falsifizierbare Prozesse in dem, was diejenige Dynamik begründet, die wir dann denken und reflektieren nennen und sonst nichts. Ich habe festgestellt, dass die Autoren, die das verteidigen, sehr oft im Grunde genommen den alten Dualismus zwischen einem Subjekt, das ein Gehirn hat, und diesem Gehirn, oder auch allgemein gesprochen einem Subjekt, das sich der Natur auf seiner eigenen gegenüberstellt und diese andere Natur auf seine eigene eingeschlossen perfektioniert, dass dieser Dualismus von den sogenannten Monismen nur modifiziert wird, aber nicht überwunden wird. Man arbeitet gerne in der Apologie dieses monistischen Standpunktes, den ich eben vorab dargestellt habe, mit der Unterscheidung, die aus der Informationsbegriffstheorie kommen, nämlich zwischen Information selber und Informationsverarbeitung. Man will mit dieser Unterscheidung erreichen, dass wir gewissermaßen informationsmonistisch denken. Alles ist Information. Aber die Unterscheidung selber ist interessant. Wo wir die Differenz zu treffen haben zwischen einer Information selber, das ist sozusagen die inhaltliche Beschreibung, und der Informationsverarbeitung, das ist sozusagen die Beschreibung, dass mit der Information etwas gemacht wird, haben wir am Ende doch nichts anderes vor uns als eine Modifikation, eine Version, eine neue Form der Unterscheidung zwischen einer eher subjektiv zu beschreibenden Position, man verzichtet auf die Vokabel, meinetwegen kann man das, und etwas, was diesem Subjekt gegenübersteht. Ob das nun heute heißt, da ist die Information und da ist die Informationsverarbeitung, oder ob man das nennt, das ist eine Art von subjektiver Informationsverarbeitung auf der einen Seite und objektiver Information auf der anderen Seite, das kann mir nicht an bestimmten Traditionen der Philosophie klebenden Beobachter vollkommen gleichgültig sein. Ich habe mit anderen Worten den Eindruck, dass eine ganze Reihe von physikalistischen Monisten glauben, dass sie auf dem Feld der Philosophie Angst und Schrecken verbreiten und Tempel zerstören und denen sagt immer auch, um ihre gewissermaßen Zerstörungswut ein bisschen zu hemmen, diese Tempel haben wir, sofern sie noch die gestanden haben, selber längst zerstört. Ich kenne keinen einzigen Philosophen in der eminenten Geschichte der Philosophie von Anfang an, der jedenfalls reden hätte, dass die Seele, Geist, Gemüt, Ich, Reflexion oder Bewusstsein
in irgendeiner Weise eine substanziell identifizierbare Entität wäre, die sich, wenn man genau hinguckt, innerhalb des Menschenlebens findet und doch als eine gesonderte Substanz von den anderen Substanzen unterscheidbar auszumachen wäre. Ich kenne keinen Philosophen, der das so gedacht hätte, habe aber den Eindruck, dass die Verteidiger des Monismus heute die philosophische Position des Dualismus so auffassen oder auch unbewusst karikieren und insofern rennen sie dort offene Türen ein. Ich könnte dazu noch gerne eine Anekdote schnell erzählen, dass ich vor einigen Jahren einer Podiumsdebatte in der Schweiz mit zwei Hardlinern des neurophysiologischen Physikalismus über Gehirn und ich diskutieren musste und ich gesagt habe, dass die Philosophen diese Diskussion oft geführt hätten, wenn auch unter anderem begriffen, unter anderem schon in der Zeit klassischen Humanismus, in der medizinischen Schule von Padua, hat Pomponazzi eher einen humanistischen Standpunkt vertreten als einen dualistischen Standpunkt. Die Herrschaften waren ganz angestachelt davon, dass das so sei. Und haben sich zu meiner Freude die Koordinaten der Publikation geben lassen, um nachzulesen, was man damals schon gewusst hat. Das hat zu einer Ermäßigung, sagen wir mal, der politischen Atmosphäre dieser Diskussion geführt, was mich sehr gefreut hat. Das ist also dieser Aspekt. Vielleicht geht in der Diskussion noch darauf ein, weil die Dualismus-Debatte in sich sehr komplex ist, auch innerhalb der Philosophie. Meine These ist, der sogenannte reduktionistische Monismus bleibt im Kern auch in irgendeiner modifizierten Weise dualistisch und ohne einen methodischen Dualismus, in welcher begrifflichen Verkleidung auch immer, können wir gar nicht über Dinge reden, über die wir reden. So wie ich jetzt über Dinge rede mit Ihnen und wir gewissermaßen diese Dinge, seines Gegenstände, seines Thematiken, des historischen Dimensionen uns geistig gegenüberstellen. Entschuldigung, aber ich lasse mich nicht zu das Dinge. Lass mich nicht davon nicht rühren. Das ist nur eine Randbemerkung. Es gibt in der Literatur immer wieder den Traum der Maschine als der zukünftigen Gestalt Mensch-Daseins, weil die Maschine, also der Roboter, mehr können als der Mensch bisher gekonnt habe und man versucht diesen Traum mit juristischen Argumenten zu verteidigen. Ich bin der Meinung, dass die Angehörigen meiner Disziplin gut daran tun, diesen Traum mit einer gewissen Gelassenheit zu betrachten. Und davon auch zu erzählen, dass wir gute Gründe haben für diese Gelassenheit. Die Diskussion von der maschinellen Perfektion humaner Kompetenzen und von der einstmals zu geschehenden Übertragung unserer Kompetenzen auf perfekte Maschine wurde ganz ausdrücklich und ganz leidenschaftlich geträumt im 18. Jahrhundert. Vor allem im französischen Wissenschaftsdiskurs, ich nenne Namen wie Dolbach oder Lamedy, für die aber auch schon Thomas Hobbes, der Typus Maschine soll zwar wie das Ideal einer intelligenten Perfektion und für die Idee von Maschinisierung menschlicher Existenz sowohl kollektiv, also den Stab als Maschine, als auch der Maschinisierung des menschlichen Individuums eine ganz logische Folge aus den Wissenschaftsfortschritten gewesen. Und wenn Sie Leibniz nehmen, könnte man vergessen, dass er in gewisser Hinsicht auch ein Anhänger einer eher theologisch motivierten, konstabilierten Harmonie gewesen ist, sondern dass er in erster Linie ein Mathematiker war, der die Perfektion dieser Welt darin sah, dass sie mathematisch geordnet ist
und dass diese Mathematik gewissermaßen sich selbst legitimiert und dass, wenn wir Gott richtig verstehen, ihn nicht deuten sollten als ein liebevolles Wesen, das uns in irgendeiner Weise noch gütig begleitet, sondern als ein, wie es sich ausdrückt, Geometer, dann haben Sie diesen Traum von der Maschinierung, holprig nennen möchte, schon als eine alte Thematik in der Philosophiegeschichte vorhanden, die uns in gewisser Sicht unvertraut ist und die ihre historische Interessantheit nicht verloren hat, aber die uns keine Bedrückung verschafft. Vielleicht kann ich diesen Gesichtspunkt zum Anlass nehmen, um abschließend zu meinem zweiten Teil anzuschließen an Ihren Bedarf eine Diskussion der normativen Gesichtspunkte. Das würde ich so tun. Solange sich Transhumanisten auf den Humanismus beruhen, affirmativ oder auch historisch, um eine Art von Begründung oder Legitimation für ihre eigene Apologetik zu finden, lange sind sie dazu gewissermaßen verurteilt, traumatische Gründe für ihre Apologetik zu entwickeln. Wenn der traditionelle Humanismus eine gewisse implizite und explizite Normativität, die implizite Normativität in der humanistischen Tradition, die ich eingangs als meine Beleggrundlage geschildert habe in der Renaissance, ist im Wesentlichen umschrieben durch den Begriff der Würde des Menschen. Und es ist in der Zeit sehr klar zu eruieren, was darunter zu verstehen ist. Die Würde des Menschen besteht darin, dass man ihn als Selbstzweck sich verstehen lässt und dass er einen Anspruch hat auf eine Mitwelt und eine Umwelt, die es ihm erlaubt und die von ihm aber auch verlangt, jeden anderen als einen Selbstzweck zu betrachten. Die Vokabel des Selbstzwecks, die ich hier benutze, habe ich in der Literatur der Humanisten der Zeit von 1300 bis 1600 zwar nicht so gefunden, Umschreibungen aber sehr wohl bei einigen Autoren, wie bei Pico della Mirandola. Es ist aber eine Vokabel, die ich aus der kantischen Ethik entnehme und das gut gewiss, als ich dort in der kantischen Ethik die Vokabel des Selbstzwecks direkt verbunden ist mit der Beschreibung der menschlichen Person und ihrer Eminenz in der Natur. Und weil die Beschreibung der Eminenz der menschlichen Person in der Natur, wie Kant zu vornehmen, sehr kompatibel ist mit der Art und Weise, wie der Menschenwürde in der Renaissancezeit umschrieben wird. Das ist insofern für begriffshistorisch arbeitende Forscher interessant, weil der andere der Immanuel Kant von den Autoren und der Literatur des Renaissance-Humanismus wohl wenig Ahnung hat. Umso auffälliger ist, dass sich die Ideen in dieser Weise durchsetzen. Also, wenn man sich auf dieses Erbe bezieht, dann hat man sich selber belastet mit der Notwendigkeit, die eine normative Begründung der eigenen Position, also der Apologetik transhumanistischer Möglichkeiten zu geben. Die ist so lange aber brüchig und so lange unüberzeugend, damit bin ich mein Punkt 1 noch einmal, die Bezugnahme auf den traditionellen Humanismus so eklektizistisch, so selektiv, so innerumgehend erfolgt und man nicht recht weiß, wie das Verhältnis zum Humanismus einzuordnen ist. Wenn der Traum mancher Transhumanisten, dass die Maschine den Menschen ablöst, dass der Roboter der bessere Mensch sei, etc., in Erfüllung gehen sollte, lassen Sie mich diesen kleinen utopischen Ausdruck machen, dann hat der Mensch eine Zukunft produziert, in der es so etwas wie die Frage nach Selbstzweck nicht mehr geben kann, zu geben braucht. Er ist nicht mehr dasjenige Wesen, auf das sich so ein Vokabel wie Selbstzweck bezieht. Er ist alles mögliche andere. Ich habe die Vermutung, dass er auch ein Wesen ist, bei dem ich eine andere Frage nicht mehr stellen würde, nämlich was denn Glück eigentlich sei. Ich liefere Ihnen dazu zwei sehr schöne Definitionen, die gewissermaßen überflüssig gemacht werden könnten an der Vision der Transhumanisten. Die eine Definition von Glück stammt von John Rawls und sie heißt: Ich blicke zurück auf mein Leben und finde, dass ich nichts zu freuen hätte, was ich selber zu verantworten habe.
wenn ich mit diesem Rückblick zu diesem Ergebnis komme, nichts zu bereuen zu haben, dann bin ich eine glückliche Existenz gewesen. Dazu könnte man noch einen weiteren Aspekt hinzufügen, nämlich das ist ein dritter Gedanke, das Glück, die Konvergenz oder besser die Kreuzung ist der Zufallslinie und der zielgesetzten Linie in einem menschlichen Leben. Also wenn diese beiden Linien, Zufall und das Ziel, die Zielsetzung sich überschneiden, dann ist der Kairos des Glückes erreicht. Das sind sehr reflexive Begriffe von Glück, das sind sehr existenzielle Begriffe von Glück, es sind sehr kontingenzbewusste Begriffe von Glück und sie beziehen sich auf ein Menschbild, das sich bisher gewissermaßen immer in einer sehr angreifbaren Selbstvergewisserung befunden hat, das in unserem europäischen Traum, aber von dem ich keine Spur mehr sehe, wenn es zu der Maschinisierung des menschlichen Individuums und seiner Kräfte käme, und manche zumindest zu träumen scheinen. Damit schließe ich mal etwas komplizierteren zweiten Teil ab. Die Kernbotschaft des zweiten Teils ist gewesen, dass der noch so vorgetragene und verteidigte methodologische Humanismus, den man zu fortsetzen glaubt, wenn man Transhumanismus verteidigen will, nicht funktioniert, dass er im Kern immer dualistisch bleibt und dass das, wenn Sie so wollen, dass nämlich das salopp und frech sagen, auch gut so ist. Und der dritte Teil ist ein Stück ungeschriebener Weg sozusagen. Da deute ich nur etwas an, für diejenigen, die darüber diskutieren wollen, das keiner wissen. Ich habe Lust darüber zu diskutieren, wie einige von Ihnen wissen. Ich habe immer Lust darüber, über ihn zu sprechen, aber zu denen rede ich deswegen nur einen Satz. Transhumanistische Menschentypus bis hin zum Roboter, der nicht leidet, sondern nur noch funktioniert, ist weit entfernt, hat nichts zu tun mit der Nietzsche-Vokabel von Übermenschen. Die Nietzsche-Vokabel von Übermenschen sind deswegen, weil ich bei einigen Autoren, die ich Menschen gelernt habe, auch diese Bezugnahme immer wieder gefunden habe. Und es gibt Andeutungen, die sagen, das ist doch nichts weiter als das, was der schon vorgedacht hat, ohne zu wissen, welche technischen Entwicklungen ihm recht geben würden, der Nietzsche. Der Übermensch ist ein traditionsbezogenes Subjekt, dem es gelungen ist, die uns prägenden Traditionen als Ideologien zu entlarven, soweit es identifizierbar ist, und sich durch diese Entlarvung, zum Beispiel von der Machtförmigkeit der traditionellen Ethiken, der Griechen und der Moderne zu befreien und in diesem Sinne sich als traditionsdeterminiertes Subjekt nun durch diese Entlarvungsprozedur, durch die Methode der Genealogie überwunden hat. Das Überpräfix in der Vokabel Überwindung ist semantisch identisch mit dem Überpräfix in Übermenschen und will nicht so etwas sein wie eine Ersatzvokabel für Superman oder sogar noch mehr. Darüber könnte man noch lange reden. Also ich möchte Nietzsche bei allem, was man gegen ihn sagen mag, Verdacht in Schutz nehmen. Er hätte Visionen von Transhumanisten vorweggenommen. Er hätte vieles haftbar gemacht worden, wie Sie wissen, auch wieder noch Schlimmeres im 20. Jahrhundert. Auch davon ihn zu dispensieren, ist heute zum Glück einigermaßen textnah möglich. Aber das wollte ich noch als Schlussanschluss Ihnen gegeben haben. Und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion. Ich bedanke mich. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so lange geredet habe. Das passiert immer, wenn man frei redet und sich nicht an einem langen Stift hält. Was ich ja am Anfang als eine Tugend angeboten habe, in der Phase ist doch eine Last.